gleich am Anfang für die Tanja Bunke, die ich erwähnt habe, die im Kampf gefallen ist, wie auch in der Partitur steht, ein Requiem. Und da singt der Frauenchor in einem solchen Harmonien. Also eigentlich sehr schöne Harmonien, man wundert sich eigentlich. Und dann singen die Tenöre, dazu die Internationale in einer absoluten Zeitlupe. Das klingt dann so. Internationale, Futu der Zukunft. Das Wort lässt er nicht aussingen. Futu, da erstirbt es. Und dann bleibt nur noch Erinnerung. Musik gefriert völlig. Also so schön kann das plötzlich sein. Ganz, ganz merkwürdig, wie hier eigentlich die Menschen auf der Bühne, die nur ihre Stimmen haben, die sozusagen sonst nichts haben, sich mit dem Orchester, mit diesem bewaffneten Orchester duellieren. Das könnte man fast sagen, ist eins der Themen des Stückes. Also ganz einfach. Nicht psychologisch, nicht kompliziert wie bei Wagner, wo das Orchester schon etwas weiß, was der Sänger gleich denken wird, sondern das Orchester ist gegen die Sänger, weil es lauter ist. Punkt. Das ist eben der Unterschied eines Komponisten, der zu den Arbeitern in die Fabrik gegangen ist, ihnen seine Stücke vorgespielt hat und gesagt, erkennt ihr das wieder? Könnt ihr was damit anfangen? Und die haben gesagt, ja, aber unsere Arbeitsrealität ist noch viel schlimmer. Diese Geräusche sind schon wieder schön. Und dann hat er gedacht, ich muss noch schlimmer werden, ich muss noch deutlicher werden, bis wir merken, was hier los ist. Und dieser Unterschied zu dem gesicherten Komponisten, der den Apparat Oper bedient, ist hier eindeutig, weil er ist ein Komponist, der... Sagen wir mal, für die ist die Scala ist die Höhle des Löwen. Und ein Auftrag für die Scala heißt, es muss weggesprengt werden. Also nicht wie Boulez im Interview sagen, wegsprengen, sondern komponieren, dass die Decke abfliegt. Und das Verrückte ist für uns heute mit dem 30 Jahre Zeitunterschied, dass es wie bei Richard Wagner, die Leute, die die Oper verändern wollten, niederreißen wollten, die haben sie am Leben erhalten. Eine russische Fabrik wird vorgestellt, in der gearbeitet wird und in der Partitur steht, in Scena suoni di lime e martelli, das heißt, auf der Szene sollen Geräusche von Hämmern und Pfeilen zu hören sein. Und wir machen das, indem wir Schlagzeuger das ausführen lassen auf der Bühne, dass also diese Musik, die er komponiert hat, die eh schon ziemlich zerstörerisch ist, wird nochmal durch diese Geräusche überlagert und zerstört. Es könnte vielleicht genau die Erfahrung sein, dass die Fabrikarbeiter gesagt haben, das reicht nicht. Und diese Musik, die also sich selbst wiederum zerstört, ist sehr aggressiv. Die geht etwa so... Das ist ja nur Lärm. Irgendwann merkt man, dass es strukturiert ist, immer triolisch. Es gibt also wirklich nur... Man kann sich also eine Art Maschine dabei trotzdem vorstellen. Und plötzlich wird die Musik sehr leise. Und man hört die Dubinuschka, das ist genau dieses Kampflied, das Sie ansprachen, das russische Lied, die Aufforderung zum Streik sozusagen. Und die Melodie hier wieder in der Pauke, wie im Preludio. Das Orchester wird ruhig. Jetzt hört man die Pauke. Ich spiele mal das einmal vor mit der Begleitung, die dann wie eine Zerstörung dessen ist. Man kann es also so erkennen ein bisschen, es muss sich durchkämpfen. None schreibt dazu, sobald die Arbeiter auf der Bühne das hören, unterbrechen sie die Arbeit und lauschen diesem Gesang in der Pauke. Genau das machen wir auch. Genau das wird man bei uns sehen. Und dann geht wieder die Arbeit weiter. Das ist übrigens das Schicksalsmotiv des Stückes. Das kommt den ganzen Abend immer der dreifache Aufforderung.
sowohl von den Kapitalisten nach dem Motto weiter, als auch von den Kommunisten, die dann sagen, das reicht. Das ist also sozusagen, wenn ich auf den Tisch haue, mit dem Schlagzeug ist das oft, mit dem ganzen Orchester, das ist eigentlich eine durchgehende Sache, die immer eigentlich heißt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt geht die Pauke weiter, ich spiele mal nur die Melodie. Und dann kommt der Schluss dieser Phrase. Also eigentlich ein vollkommen tonales Motiv, was man mit der Begleitung hört und dann klingt es so. Noch erkennen, aber es ist auch etwas überlagert, es darf noch nicht durchdringen. Jetzt wird wieder gearbeitet, wieder mit diesem Motiv. Sehr laut im Orchester, wieder Vierteltöne, aggressiv und jetzt kommt der Fabrikdirektor und immer wenn er wirkliche Konfrontationen schildert zwischen Arbeitern und den, sagen wir mal, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dann wird er sehr ironisch. Das heißt, er verhindert in dieser Sekunde, dass man jetzt denkt, oh Gott, jetzt kommt diese große Kitsch, sozialrevolutionäre Kitschoper, die man ihm ja in Deutschland immer vorgeworfen hat. Und er weicht aus, eigentlich fast in die Parodie eines Rezitativs. Der Fabrikdirektor hat einen riesigen Streicherakkord, den kann ich gar nicht auf einmal vorspielen, muss ich der Reihe nach machen. Dieser gesamte Klang ist seine Harmonie und die Streicher spielen das. Und jetzt singt er, warum habt ihr aufgehört zu arbeiten? Und man dirigiert das ab, wie wenn man einen Wagner-Rezitativ macht oder einen Mozart-Rezitativ. Jetzt hört man das Streiklied wieder in der Flöte, in der Oberstimme. Darunter ist allerdings ein Cluster, das heißt Halbtöne nebeneinander. Holzbläser, die Blechbläser wieder einen Halbton höher. Das ist als Begleitung darunter. Jetzt sagt der eine Arbeiter, der Sohn der Mutter, um den es im zweiten Teil hauptsächlich geht, also uns jetzt Geld abzuziehen, weil ihr Sümpfe trockenlegen müsst, ist ungerecht. Die anderen Arbeiter fallen ein, ungerecht, ungerecht, ungerecht. Macht das mit euren Geldern, aber nicht mit unseren. Daraufhin antwortet der Direktor, bekommt jetzt Speckenschläge, also nur reines Geräusch, und sagt, ich befehle, dass weitergearbeitet wird. Jetzt geht wieder diese Dubinuschka los, also das Streiklied in den Flöten. Man merkt, wie dieser Streik allmählich entsteht. Und darunter sagt der Chor, geh du doch selbst arbeiten. Watu, 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 alla morale. Also arbeite gefälligst selbst. Und dann kommt die Drohung des Direktors. Und das ist schön, weil da lässt Noni ihn ganz alleine singen. Also so kann man ja Macht auch zeigen. Der braucht jetzt nicht Kraft. Der sagt einfach, wenn in einer Viertelstunde nicht jeder arbeitet, dann wird euch das teuer zu stehen kommen. Dann gibt's Ara sozusagen. Und jetzt kommt das Streiklied in seine Schlussphase. Gleichzeitig, er hat es ineinander gestaucht. Die eine Flöte fängt an, die andere spielt schon die zweite Hälfte. Also man merkt, die Idee entsteht. Und die sagen, die dürfen uns überhaupt nichts abziehen, wir müssen streiken. Also das heißt, gleichzeitig singen die Bässe. Dann sagt der Pavel, wir müssen streiken. Dobbiamo, scioperare. Schoppero. Jeder, der mal in Italien war und mal versucht hat, irgendwo hinzukommen in der Bahn, kennt das wahrscheinlich. Also es wird ja immer noch viel gestreikt. Es ist dort nicht so ein furchtbarer Begriff wie hier, wo ja immer die Drohung schon alle erzittern lässt. Und dann sagen die Tenöre Schopperiamo und die Bässe Schoppero, Schoppero, Schoppero. Sind sie sich eigentlich einig? Jetzt kommt der größte Akkord des Orchesters, auch rezitativ, ganzes Orchester. Und er sagt, dann muss ich alle entlassen. Also die ultimative Drohung. Und darauf sagt der Pavel, und wer arbeitet dann? E chi lavorerà? Denkpause. Dann sagt der Verräter, der Delatore, wieder die Becken. Li troveremo. Also die werden wir schon finden. Und dann sagt der Pavel, natürlich, die Streikbrecher, die Clomiri. Das heißt, auch hier wird ganz klar aufgefordert, entscheidet euch. Und sobald das losgeht, beginnt diese Dubinuschka, die wir jetzt schon mehrmals gehört haben, die Melodie. Und zwar jetzt vom gesamten Chor gesungen. Und das wäre sehr schön, wenn es keine Begleitung gäbe, würde man fast denken, wir sind jetzt eigentlich in einem Musical, weil jetzt singt der Chor nur auf Vokalen. Nur, gleich
gleichzeitig ist eine Begleitung, wenn man sich an den Anfang erinnert, wo es triolische Rhythmen gab für die Fabrik, gibt es jetzt quintolische Rhythmen, also noch kompliziertere Fabrikarbeit, die eigentlich ausgeführt werden möchte. Und das gesamte Orchester hilft diesem Chor überhaupt nicht, sondern repräsentiert gewissermaßen wieder die Gegenseite und spielt dann folgende Begleitung. Jetzt muss man sich das zusammen vorstellen, dann geht das also so. Eigentlich eine unglaubliche Musik, wenn man sich das heute vorstellt. Und in den 70er Jahren hat man sich daran gestoßen, dass eine solche Melodie kommt, aber man hat nicht drauf gehört, was denn gleichzeitig dagegen gesetzt ist. Man hat sich an der Melodie gestoßen. Das ist das Verrückte. Man hat sich an der Melodie gestoßen und den Kampf nicht gesehen, den er zeigen wollte. Und ich finde das grandios. Es ist also immer noch so, die Begleitung ist so schwer, dass der Chor, das sind alle auf der Bühne, müssen das singen. Heilfroh ist, wenn er den richtigen Ton erwischt. Weil diese Begleitung... Nehmen Sie mal davon jetzt irgendwie einen Ton, wenn er gemacht hätte. Würde man sagen, ja, dann wäre es klar. Nicht? Aber das macht er eben genau nicht. Und das ist ja etwas, ein Zeichen, dass er es nicht macht. Dass er sagt, diese Welt gibt es so nicht mehr. Und direkt nach dieser Szene, dieser Streik wird übrigens wiederholt in der Musik. Das ist sehr interessant. Er schreibt Wiederholungszeichen. Auch das ist eigentlich ein komplettes Tabu gewesen. Man hat in der neuen Musik, in der seriellen Musik hat man per Definition wiederholungslos komponiert. Und dieses Strophische, das Wiederholen, ist also ein großer Widerspruch von Nono, wo eben eine Entscheidung zum Streik braucht ihre Zeit, man muss drüber nachdenken, solche Formen werden wieder möglich. Und, aber nicht im Sinne von zurück zur Wiederholung, sondern um einen Gedankenprozess zu zeigen. Und das machen wir so, indem wir das sogar noch einmal mehr wiederholen, sehr leise beginnen und allmählich diese Entscheidung erst entstehen lassen. Das ist also eine der weiter gedachten Momente, wie am Anfang, wenn man die Pauke jetzt mitsingen lässt, dass das Publikum alles mitbekommen soll, was da drin steckt in der Partitur. Und nichts bei uns bleibt als Fachleute, sondern dass alles in den Saal kommen kann und für jeden verständlich wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das schaffen. Ja.